VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Zuseher zu Hause bei VfR TV. Das letzte Drittliga-Heimspiel der Saison steht auf dem Programm, Samstag 13.30 Uhr, ganz wichtig. Veränderte Anstoßzeit, ja, an den letzten beiden Spieltagen geht es vor heimischer Kulisse gegen den ersten FC Magdeburg. Begrüße natürlich wie immer auch ganz herzlich unseren Chefcoach Peter Vollmann. Peter, ja, ein direktes Duell um Platz 3 in der dritten Liga. Ich glaube, wer davor, vor der Saison drauf gesetzt hätte, der wäre jetzt auch ein gemachter Mann, oder? Ja, da hast du recht. Und dann wollen wir natürlich hören, wie du die Sache angehst in der Vorbereitung auf das Spiel mit der Mannschaft. Wie ist die Einschätzung auch und vor allem zum Gegner? Ja, wir machen es eigentlich wie immer von der Herangehensweise, dass wir unser letztes Spiel analysieren. Ja, und da muss man ja sagen, dass unsere Formkurve nicht unbedingt für uns spricht. Denke ich mal, das Spiel in Magdeburg hat uns deutlich gezeigt, was uns da gefehlt hat. Und wir befinden uns ja nach wie vor in dem Fenster der letzten drei Saisonspiele, was ich schon immer gesagt habe, da läuft vieles anders. Und insofern müssen wir mal sehen, dass wir lieber das Spiel jetzt besser hinkriegen als das letzte Spiel. Wie gesagt, die Vorbereitung ist gleich. Aber wir haben eben mit einem sehr, sehr guten Gegner zu tun, der alle Möglichkeiten noch nach oben hat. Und insofern glaube ich mal, dass das ein sehr, sehr interessantes Spiel werden wird. Mit welchem Personal alle mit an Bord für Samstag? Ja, bis auf Tommy Geier, der ist leicht angeschlagen. Aber ich hoffe, dass er jetzt nicht ausfallen wird. Er hat ein bisschen Probleme in der Leiste. Aber so, der Tommy kann das selber gut einschätzen und wird heute mal mit dem Training aussetzen, morgen etwas dosierter trainieren, so dass er dann am Samstag, glaube ich, schon in der ersten Elf stehen kann. Dann ist das Mikro schon offen für eure Fragen. Bitte schön. Ja, vor allem, wenn Sie es schon ansprechen, die Analyse des vergangenen Spiels, wie fällt die denn aus? Also, das war alles andere als das, was Sie vorher gehofft hatten, dass es ein gutes Auswärtsspiel wird. Ja, wir haben da angeschlossen in den Auswärtsspielen, wo wir davor auch aufgehört haben. Und wenn man Zweikampfquoten bei Spielern unter 30% feststellt, dann kann man eben nicht erwarten, dass man irgendwo nur in Mindesten oder eine kleine Chance hat, irgendwer etwas zu holen, ob Unentschieden oder Sieg. Also ich glaube, dass die Qualitäten, die wir selber erzeugen können, ja, die sollten funktionieren. Und wenn das Gesamtbild nicht steht, und zwar mal 11, und das war hier ganz klar zu sehen, können wir von uns nicht viel erwarten. Das wird auch am Samstag so sein. Was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass es am Samstag anders wird? Natürlich ist es ein Heimspiel und Heimspiele kann der VfR allen. Was machen Sie da anders? Ja, es ist so, dass unsere Formkurve spricht jetzt, denke ich mal, nicht gegen uns. Die letzten Heimspiele, ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der uns dazu auch in die Lage versetzen kann, da auch nochmal ein ordentliches Spiel abzuliefern. Dass wir gerade hier zu Hause dann nochmal gegen so eine Mannschaft, die Magdeburg bestehen wollen, dagegen halten wollen. Und Magdeburg ist natürlich noch in einem etwas anderen Fenster, als wir das sind. Und insofern glaube ich aber doch, dass wir von Anfang an uns mehr auf diese Dinge, die wir selbst erzeugen können, dass wir uns da mehr darauf konzentrieren werden, so dass wir wieder gut stehen, besser stehen, und wir müssen, wie gesagt, Zweikampfquoten über 50% haben. Wenn wir die darunter haben, dann haben wir auch gegen Magdeburg keine Chance. Und das müssen die Spieler halt wissen, und das sind Dinge, die wir selber erzeugen können. Gewisse Dinge, da müssen wir uns am Gegner richten, aber alles Dinge, die wir selbst erzeugen können, die müssen funktionieren. Und ich denke, dass die Mannschaft auch hier nochmal das positives Gesamtbild abgeben wird gegen einen Gegner, der sicherlich in dieser Liga ganz oben
anzusiedeln ist und natürlich auch zurechter steht. Vorteil bei einer Niederlage ist für einen Trainer, man kann einfacher wechseln und keiner kann sich eigentlich beschweren. Haben Sie da was angedacht? Es ist ja so, der ein oder andere könnte ja dann seine Chance bekommen im letzten Heimspiel. Ja, ich spreche immer nicht so gerne von dem letzten Heimspiel, weil das nimmt dann immer so eine Lethargik mit, wo man dann sagt so, ja, letzte Heimspiel, wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, haben wir Pech gehabt und so. Und deswegen werden wir das Spiel so angehen, als nicht, dass es nicht unser letztes Heimspiel war, sondern dass ein guter Gegner auf uns zukommt, der erst im Magdeburg heißt und viele Alternativen zum Wechseln sind vielleicht da, aber ob ich die jetzt gerade in diesem Heimspiel ziehen muss, weiß ich nicht, dass vielleicht ein, zwei Wechsel immer kommen können, das ist klar, aber es sind jetzt nicht geplant, dass wir die halbe Mannschaft verändern und dann Spieler reinbringen, die bisher sehr wenig gespielt haben. Hat Sascha Traut noch die Chance, dort auf den Platz zurückzukehren in dieser Saison? Ja, das hat er. Ich denke, er hat die Chance, da auf den Platz zurückzukehren. Und er hat jetzt auch durchtrainiert, hat ja in Mainz schon ein Stück weit gespielt. Und also die Chance ist mit Sicherheit da, dass er auch am Anfang, am Samstag in der Startelf stehen kann. Diese Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimspielen, jetzt haben Sie aber diese Zweikampfquote angesprochen, das kann ja kein blindes Auswärtsspiel sein, woran lag es denn? Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich kann ja nur das analysieren, was wir letztendlich ausgewertet haben, und die Auswertung war so, dass wir einfach das nicht hinbekommen haben. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass man taktisch falsch gehandelt hat, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, Tatsache ist, dass wir in den Auswärtsspielen einfach zu viele Defizite gehabt haben. So die Herangehensweise ist mittlerweile schon so, dass ich ungefähr nach 15 Minuten weiß, ja, wie die Mannschaft so ein Spiel gestalten kann. Und wenn man dann schon allein die Tore sieht, auch in Mainz, ja, dass man so eine Mannschaft dann nach 3 Minuten frei durchkombinieren lässt und dann noch einen einfach aus 20 Meter frei zum Schuss kommen lässt, dann ist man einfach noch nicht in dem Spiel drin. Und da haben wir aber schon drüber gesprochen, dass vielleicht wir nicht zum Ende des Spiels weniger werden, sondern am Anfang einfach noch nicht hundertprozentig da sind, so dass wir diese scheinbare Müdigkeit am Anfang einfach nicht loswerden und da sehr schläfrig sind und dann ja die erste Anzeichen ist frühes Tor, für uns immer eine Katastrophe. Deswegen glaube ich, sind das schon kleine Erklärungen, und wenn wir dann überhaupt nicht ins Spiel finden und, ich sage es nochmal, Zweikampfquoten unter 30% haben, Laufbereitschaft und alles Dinge, die wir selber erzeugen können, und wenn wir die nicht erzeugen können, dann wirkt sich das als großes Defizit aus und wir können es einfach nicht reparieren, und das ist, glaube ich, altes Bild, den Schalter während des Spiels umlegen, ist fast nicht möglich. Es gibt nur ganz, ganz viele Situationen, wo das eine Mannschaft komplett kann. Und ich will auch jetzt nicht einzelne Spieler da rausnehmen, sondern so insgesamt kann man mit diesen Zweikampfquoten, die Viererkette nehme ich da jetzt vielleicht mal raus, aber alles, was davor passiert, kann man kein Spiel gewinnen in der dritten Liga und in anderen Ligen auch nicht. Merkt man im Training vielleicht doch, dass ein Kick die Luft draußen ist? Glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt so viele Saisonziele erreicht, dass dann mal irgendwann die Möglichkeit entsteht, dass, und das habe ich ja immer gesagt, so in den letzten 3 Saisonspielen, da ist einfach ein anderes Fenster für die Spieler da. Spieler gehen, orientieren sich anders. Und da sind so viele Dinge, die da mit reinspielen, dass man, wie gesagt, 2, 3 Ziele erreicht hat, 2, 3 Ziele auch nicht. Und insofern glaube ich einfach, dass so eine gewisse Saisonabschlussmüdigkeit vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler
im Kopf entstanden ist, die für mich auch nachvollziehbar ist. Und trotzdem müssen wir versuchen, die letzten zwei Spiele so gut wie möglich anzugehen, weil wir, ich drehe es jetzt mal um, wenn wir in einer Situation sind, vielleicht so wie im letzten Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr, dass man auf eine Mannschaft angewiesen ist, die einfach noch ihre Leistung abruft, so wie, ich sag mal, Erfurt oder sonstige, die alle um den Klassenerhalt kämpfen, da muss man einfach fair sein und versuchen, so gut wie möglich das noch hinzubekommen. Weil wenn wir mal in der Situation stecken, dann verlangen wir möglicherweise von denen, die irgendwo Einfluss auf unsere Ergebnisse haben können, auch volle Leistung. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit Fairplay, dass wir da an den Tag legen müssen und versuchen müssen, das nochmal alles zu aktivieren, was die letzten Körperteile hergeben. Welche Rolle spielen denn die gut 2000 Fans, die aus Magdeburg mitkommen? Ich hoffe, eine gute Rolle. Ich glaube, das macht jedem Fußballspieler Spaß und sollte ihn motivieren, wenn er vor einer guten Zuschauerkulisse spielt. Und insofern glaube ich, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass für beide Mannschaften ein gutes Außenbild da ist, wo man auch dann versuchen sollte, sein Maximum abzurufen und die Dinge komplett zurückstellen, ausblenden, was Saisonziele und so weiter angeht. Aber die Spieler haben auch ihren Kopf, ihr Gedächtnis, ihre Vorstellung. Deswegen wird man das nicht zu 100% komplett ausblenden können. Und was sie sagen, ist wahrscheinlich so ein Stück weit auch so, dass so eine kleine Müdigkeit, Saisonmüdigkeit da ist. Und wir trotzdem, und das werde ich versuchen, der Mannschaft auch zu vermitteln, trotzdem einfach nochmal hier jetzt ein gutes Gesamtbild abgeben wollen gegen Magdeburg und ein wirklich gutes Spiel abliefern wollen. Sie haben gesagt, die Magdeburger stehen zu Recht da oben. Warum stehen sie denn zu Recht da oben? Und sagen Sie jetzt nicht, weil sie so viele Punkte haben? Nein, also das ist allein, die Mannschaft ist groß gewachsen, hat 5 Spieler oder 6 Spieler, die alle im Bereich 1,90 oder drüber sind, haben außergewöhnliche Stürmer mit 1,96 Meter, der immer für ein Tor gut ist, und ich glaube, dass die Mannschaft so in sehr, sehr, sehr kräftig ist, sehr, sehr zweikampfstark ist, sehr viel Gas geben kann. Wir haben das ja in Magdeburg auch gespürt. Ja, wenn diese Spieler dann mal in Fahrt sind, dann sind sie schwer zu bremsen. Und da waren wir ja auch die klar unterlegene Mannschaft. Und das hoffe ich, dass wir dieses Jahr, in diesem Rückspiel dann zumindest, das so weit als möglich ausgleichen können und diese Dinge so nicht mehr vorkommen. Die Mannschaft ist einfach sehr stabil, sehr robust. Wenn sie in Führung geht, ist es schwer, gegen sie etwas zu machen. Und insofern ist, glaube ich, der Platz, den sie da oben einnimmt, haben auch eine gewisse Eigenart, Fußball zu spielen. Das ist also sehr schwer, dann unterm Strich gegen die Mannschaft zu spielen. Und diese ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, machen sie eigentlich besonders in der Liga. Und dazu kommen dann auch ihre Fans, wo sind schon mal in der dritten Liga 2000 Fans mit, die letztendlich ihre Mannschaft unterstützen. Also ist das schon so das Ganze sehr intensiv gestaltet. Und ich glaube, sie wollen auf keinen Fall ihre Fans, die mitkommen, auch enttäuschen, und insofern ist da eine Situation, die immer ein gutes Spiel verspricht. Das wollen wir natürlich auch nicht, und zum Schluss gibt es von mir noch die Bitte, auf unsere organisatorischen Hinweise nochmal auch in eure Berichterstattung einzugehen, die euch gestern bereits per Pressemitteilung zugegangen sind. Das heißt, der Vorverkauf wurde für diese Partie am Samstag ja aufgrund eines Wechsels des Ticketing-Dienstleisters zur neuen Saison gestoppt. Es gibt aber, das ist die gute Nachricht für alle, die sich auf den Weg machen wollen, am Samstag selbstverständlich noch ausreichend Tickets an den Tageskassen, sowohl im Stehplatz- als auch im Sitzplatzbereich. Tageskassen, auch das ganz wichtig, öffnen am Samstag um 12 Uhr, bereits 90 Minuten vor Anpfiff, Anstoß ja dann 13.30 Uhr. Tja, und nach Spielende, da gibt es hoffentlich auch Grund zu feiern, ein gutes Ergebnis, aber wie wir das immer tun, nach unserem letzten Saisonheimspiel, nach unserem letzten Saisonliga-Heimspiel, die große Party
drüben im Fantreff unter der Nordtribüne mit Musik, mit jeder Menge guter Stimmung. Das Goldochsen-Pyrometer wird geleert. Wir hoffen, dass die Mannschaft noch ein paar Liter einspielt am Samstag im Duell gegen Magdeburg und dass wir dann alle zusammen bis 19.30 Uhr einen schönen Abend verleben können unter der Nordtribüne. Auch die Mannschaft wird sich dann zu den Fans noch hinzugesellen. Das war's von unserer Seite. Danke, Peter. Danke euch und wir sehen uns Samstag in halb vier Stunden. Bis dahin. Tschüss. VfR-TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.